Ja, schauen wir uns einfach noch ganz kurz das Menü noch einmal an. Haben wir jetzt vorhin nicht ganz so durchgekaut im vorherigen Teil. Weil wir wollten natürlich spielen, das hier ist ja ein Let's Play und weniger ein Let's Test. Aber egal. Wir haben hier nämlich noch die Möglichkeit, ein lokales Spiel zu machen. Das bedeutet, wir können hier zu zweit Trackmania spielen. Oder zu dritt, oder zu viert. Oder eben Split Screen und im lokalen Netzwerk. Ein Hotset ist immer nacheinander spielen. Das heißt, jeder spielt eben eine Runde und muss da die beste Zeit nacherfahren. Und wer eben nach, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Runden die beste Zeit hat, der hat nun eben gewonnen. Was ich toll finde im neuen Trackmania, was ich wirklich toll auch im Canyon finde, den Split-Screen-Modus. Dann hat man eben ein geteiltes Display und dann kann man mit zwei Leuten gleichzeitig spielen. Wer eben ein Notebook hat oder nur eine Tastatur, der wird da Probleme bekommen. Aber wer sich zwei Controller oder so leisten kann, der kommt damit voll auf seine Kosten. Und so, was ich auch geil finde, ist hier das neue Design mit den Neonfarben hier. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Da hat sich Trackmania was einfallen lassen, beziehungsweise Nadeo hat sich was einfallen lassen. Das hat auch was mit dem Editor hier zu tun. Hier haben wir eben wieder den Editor, können wir eine Map anlegen, laden lassen, Replay bearbeiten und den Wagen natürlich lackieren. Und das Ganze können wir hier eben auch wieder Tag, Nacht, Abend oder am Morgen machen. Der Editor sieht wie üblich gleich aus. Man hat auch die gleiche Auswahlmöglichkeit momentan an Bauklötzen. Und wir können hier unser Profil auch noch bearbeiten. Und da haben wir eben wieder die Auswahl, den Spielernamen anzupassen, Avatar zu machen, eine Hupe zu machen, den Standort, also wo im Umkreis wir wohnen, einzustellen und für diesen Umkreis auch Punkte zu verdienen. Dann haben wir hier einen Club-Link. Das ist einfach so ein Link. Vor allem die Leute, die auch im Clan spielen, können hier einen Link zu der Clan-Homepage machen. Oder wer einen Mania-Link hat, kann diesen verwenden. Dann können wir hier unten noch eine Beschreibung reinmachen. Und dort funktioniert es auch wieder eben mit den Dollar-Codes. Also ein Dollar und dann vier Zeichen und dann haben wir einen Farbcode und eben Dollar und ein Zeichen davor ist immer ein Schriftart-Code. Hier haben wir jetzt einen Link drauf. Also wer mich addet, hier seht ihr auch meinen Namen, der kann dann mit mir spielen und er sieht dann hier auch die Beschreibung, dann kann man da draufklicken. Und wie jetzt hier wird man dann hier gleich auf meinem YouTube-Kanal hier landen. Das Ganze ist auch über die Spielerseite anpassbar, die findet ihr hier, das ist aber dann eine Website, die im Browser geöffnet wird, also da geht es dann aus dem Spiel raus. Man kann da natürlich auch die Steuerung noch anpassen. Bei Modelle kann man eben das Fahrzeug nochmal anpassen. Man kann eine Statistik anschauen. Da kann man auch sehen, was man hier am häufigsten gezockt hat. Und wenn wir zurückgehen, können wir hier auf Erweitert eben noch einen Weg, Farbwegspuren wieder anlegen, was auch immer das bringen soll. Das hat im alten TM auch nichts gebracht. Aber nun gut, wenn er meint, sie müssen es hinmachen. Sei es so. Man kann hier eben wieder anpassen, ob Avatare angezeigt werden sollen, Chat da ist oder nicht. Eigene Wagen erlauben, ob die eben hochgeladen werden oder nicht. Unbegrenzt Hupen zuzulassen, also für alle die nicht mögen, dass jeder Idiot neben einem steht und hupt, kann man das hier auch mal rausnehmen. Das ist eine nette Funktion. Und automatisch eben alle Replays speichern für alle die gerne gute Zeiten hatten, aber immer vergessen zu speichern. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, begeben wir uns hier nach langem Gebabbel in den Online-Modus. Wählen hier alle für alle Serveranzeigen. Und dann haben wir hier eine Liste von 43 Seiten mit Servern. Und dann gehen wir hier einfach mal auf einen schönen vollen, der scheinbar aus Deutschland kommt. Gehen da mal rein und schauen uns das Ganze an. So, jetzt bin ich gegen mein schönes Mikro geknallt. Das war jetzt mal wieder total
nett und professionell. Dafür wird das Rennen hier jetzt noch professioneller, hoffe ich. Und nachdem es dann mal geladen hat, das dauert immer einen kleinen Augenblick hier. Können wir Taste drücken und dann sehen wir hier ein nettes Intro. Wir sehen auch hier, es ist gemixt worden. Aber ja, wir haben hier zu viele Leute. Die schalte ich jetzt einfach mal aus dem Grund aus, da es sonst übelst an meiner Performance hier leidet. Ja, man kann wie üblich die Gegner mit einem Tastendruck auf O ausschalten, ausblenden lassen. Dann sind sie weg und man hat deutlich bessere FPS. Ist einfach so. Und ja, dann kann man besser zocken. Das Spiel ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt gerade mal 5 Meter gefahren. Das war jetzt natürlich scheiße. Egal, jetzt die nächste Map. Was soll's? Taste drücken. So. Nice Maps. Song is better. Hard Maps. Wenn ihr das so meint, dann schauen wir uns das Ganze so mal an. Wir haben hier Fullspeed Maps. So heißt auch der Server. Oder es steht zumindest so im Servernamen drin. Fullspeed. Dann hat man hier auch Fullspeed Maps. Die ist bis jetzt einfach gewesen. Mal schauen, ob es auch so bleibt. Hier wurde scheinbar mit Effekten doch einiges bearbeitet. Aber ja. Ich hoffe, sie haben hier eine gute, erlesene Auswahl an Maps. Denn für alle die, die es momentan noch nicht wissen, was auch der Vorteil hier an dem Game tatsächlich ist, was ich auch im vorigen Teil mal angesprochen habe, dass das Spiel hier nur eine neue HD-Auflage ist. Alte Maps aus dem alten Trackmania Nations Forever sind mit dieser Version hier kompatibel. Das ist kein Witz, das ist so. Man kann zwar nicht mit dem alten Spiel und mit dem neuen Spiel zusammenspielen, also auf einem Server. Das geht leider nicht. Aber man kann seine alten Maps in HD hoch skalieren lassen. Und hat nochmal ein schöneres Bild von seinen Maps und kann diese hier im neuen Spiel tatsächlich wieder spielen. Ich finde es eine nette Sache. Bin auch gespannt, wie sie es dann hinbekommen oder hinmachen, tun. Keine Ahnung, eben mit den neuen Blöcken, die es eventuell gibt, war mal ein Gerücht, weiß nicht ganz, ob sich es als Wahrheit mal herausstellt. Ob es dann immer noch mit dem abwärtskompatibel gibt oder ob es dann mit der Funktion nicht mehr geht. Aber bin trotzdem mal gespannt. Ich hoffe jetzt, ich packe die Map hier zumindest einigermaßen. Bis jetzt hat es mir Zwischenzeit erste gerade angezeigt. Ach, verdammt. Shit. Daneben gefahren. Passiert. Nochmal. Von vorne. So, hier sind wir noch. Checkpoint Zeit erster. Nicht übel. Und hier haben wir schon verkackt. Das Spiel war... Ach, Mann. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass das Spiel schon vorbei war. Naja, Vierter sind wir geworden.
wie viel LPs verdienen wir? Letterpoints verdienen wir ganze 797 und 8 kleine mickrige dazu. Ja, die Letterpoints, umso mehr man natürlich sammelt, umso besser wird der Weltrang. Hier momentan mit dem europäischen Rang dargestellt. Ich weiß nicht, warum es Europa heißt. Könnte vielleicht sein, dass das Spiel nur in Europa vorhanden ist? Ich habe keine Ahnung. Aber das bezweifle ich mal sehr, sehr stark. Wir haben hier Südamerika. Also, naja, dann vergesst das mal mit nur in Europa vorhanden. Das Ganze wird eben nur stark eingegrenzt. Den Weltrang, den kann man ja mal später ansehen. Kann sein, dass die Entwickler meinen, ja, Weltrang ist jetzt nicht mehr so das Höchste für euch. Nehmt lieber mal regional bezogenere Sachen, weil ja Europa so regional bezogen ist. Ja? Aber ich denke mal, das kann man irgendwo ändern. So, Hyper Jump. Ja, jetzt haben wir ein bisschen beknackt gedriftet dann. Da war noch Verbesserungen drin. Das ist halt TM. TM hat ein paar Bugs noch. Und was ich auch vorteilhaft finde, wenn es... Boah, jetzt sind die ganzen kacke Listen da. Es kommt hier so ein Voting-Tool. What? Ich glaube, der Server verabschiedet sich gerade. Kann das sein? Also wenn das jetzt erst kommt, dann ist der Server doch ein bisschen überlastet. Das kenne ich jetzt auch von meinem her. Ich besitze ja vom alten Trickmania noch zwei Server. Und dort ist es dann tatsächlich so gewesen, wenn der Server überlastet sein sollte, dann spacken die Tabellen und die Anzeigen hier so rum. Weil das ein extra Service ist. Aber die Map hat so rein gar nichts mit Fullspeed zu tun. Nun gut, wenn sie meinen, sie müssten das hier machen, dann soll das so sein. Das hat er mit Mini was zu tun. Und not so very long Maps, wa? Aber wir sehen, der Besitzer und der Betreiber des Servers ist eine arme Sau. Der benutzt da oben, rechts oben, so ein Amazon-Teil mit Current Song, damit man es gleich bei Amazon kauft. Wahrscheinlich ist er auch Amazon-Partner und kann sich gleich noch ein bisschen Geld damit, wenn ihr hier Songs über den Link kauft. So. Schaut schon besser aus. Mal schauen, ob das was auch wird. Naja, ach, nur 9. Oder haben wir tatsächlich nur 9? Ja, wir sind nur 9. So, auf die Zwischenzeitergebnisse da, was in der Mitte als steht, kann man sich nie ganz so verlassen. Zwar auf die Zeit, die dran steht, aber auf die Platzierung nicht ganz so. Ah, die Runde können wir eh verkackt abhaken. Jetzt haben wir eh keine Zeit mehr. Naja, 11. sind wir jetzt mittlerweile. Juhu! Bäm! So, auf den Kopf eingepackt. So gefällt mir das Ganze am besten. Und nach stundenlangen Warten haben wir 3442 Plätze gut gemacht. Das bedeutet, wir haben 674 LPs dazu verdient. Also gar nicht mal so wenig. Aber das ist ja normal.